Recht herzlich willkommen zur 102. Folge von Avorion. Ja, da kommt unser Transportschiff gerade um die Ecke. Ja, wäre schön, wenn wir damit mehr machen können, als wie das es uns folgt. Aber dem ist halt nicht so. Jetzt müssen wir gucken. Letztes Mal waren wir im anderen Sektor gesprungen, haben dort noch einen undurchdringbaren Schildverstärker gefunden. Ja, jetzt müssen wir gucken, was wir weitermachen, ne? Das ist jetzt die Frage. Haben wir den eigentlich zurückgebaut? Nein, wahrscheinlich nicht. P war schon richtig. Ich muss nur hier auf diesen Reiter und muss den da gegen. Ne, war. Ach so, ja. Also hier gibt es wohl nichts. Das können wir schon mal feststellen. Dann werden wir unser Handelssystem da tauschen. Und wir haben da auch die Forschungsstation gefunden gehabt. Ja, wir könnten dann. Aber haben, das ist das Teil, was wir gefunden haben hier erstmal. Schildverstärker. Und dann müssten wir halt gucken, dass wir noch. War da Reichweite Upgrade? Da haben wir eins, zwei. Batterie Upgrade haben wir eins, zwei. Wir müssten mehr von den Upgrades haben, um das in der Forschungsstation dann besser zu machen, sozusagen. Ne? Ich glaube, hier ist auch nichts. Und deswegen können wir hier auch nicht weiter, ne? Mal hier so ein schickes Schiff sehen, ne, was uns gehört. Ja, okay. Jetzt Karte auf und gucken, wo wir hin wollen, oder? Da ist noch ein grüner Blip, ne? Den kennen wir noch gar nicht. Und sonst, da unten ist auch noch einer. Aber das sind die Blips, wo wir nicht mit unserem zweiten Schiff hin können. Jetzt ist echt zu überlegen, was wir machen. Ressourcendepot. Handelsposten. Bräuchten erstmal so ein Ding, wie heißt das hier? So ein Ausrüstungsdepot sozusagen. Handelsposten. Ressourcendepot. Raumjägerfabrik. Waffenfabrik. Mit geilen Dingen mit Ressourcen. Carbonextraktor. Da gibt es einen Ölbohrturm. Ja. Da hatten wir gerade eben geguckt. Reparaturdock, Ressourcendepot. Glaskollektor. Computerkomponenten. Gewürzfarm, ne? Raumjägerfabrik. Ölraffinerie, okay, da können wir mal wieder Öl hinliefern auch. Ist nur die Frage. Was uns das bringt. Nicht wirklich was, ne? Jetzt was zu finden, was wir jetzt brauchen, das wäre noch ganz interessant. Handelsposten, Chemie, Handel, Waffen, Bilzen, Weizen, Raumjäger, Ressourcen. Was wird das? Aluminium. Ja, ich glaube, wir müssen mal gucken, dass wir hier weiter erstmal kommen. Eine Gruppe fremdartiger Schiffe ist mir erschienen. Das bringt uns dann auch nicht weiter hier. Das bedeutet, wir fliegen mal nach Südost-Süd. Oder was ist das zu tun? Nordwest? Da sind die fremdartigen Schiffe oder wo? Da oben sind sie, okay. Das ist das Nordosttor. Die sehen schon böse aus. Das bedeutet, wir fliegen mal dahin. Bom. Süd-Südost-Tor, es ist richtig ausgedrückt, nicht Südost-Ost-Süd. Na, dann kommen wir mit, Transporter. Ich hoffe, der folgt mir noch, ne? Aber der kam ja auf mich zugeflogen, also folgte der mir auch.
Ja, hier sind sie schon. Oder mit Piraten greifen den Sektor an. Sehr schön. Siliziummine. Ja, das nächste Ausrufezeichen, die Edelmetallmine. Sind lauter Minen. Ist die Frage, ob wir die da mal platt machen. Aber das Problem wird sein, dass wir mit unseren Dingen in Deckung bleiben müssen. Ne? Was ist das für ein Tor? Ost-Süd-Ost-Tor. Nehmen wir das mal. Oder lass gerade noch mal gucken, was da los ist. Lauter Minen und Ressourcendepot, Handelsposten. Achso, wir könnten mal gerade hier ins Handelsmenü gehen. Okay, der wird schon angegriffen. Oder die werden schon angegriffen. Das haben wir mit. Nix. Oder wir haben vielleicht was mit, aber nicht hier. Ah, jetzt ist das andere Schiff auch schon da. Dann wollen wir mal gerade daneben herfliegen und gucken nochmal auf die Karte. Können auch hier hinfliegen, aber das ist ja im Endeffekt eine Sackgasse. Hier geht's weiter, dann nehmen wir lieber das. Ist die Frage, da unten lohnt das nicht? Glaube, das lohnt nicht, ne? So, das haben wir schon noch geschafft. Ja, dann gucken wir mal hier gerade rein, was denn da so ist. Okay, hier ist auf jeden Fall was los. Aber Handelsrouten gibt es hier gerade auch nicht. Die verkaufen ja alle Antigraf-Einheiten. Aber relativ teuer, also bringt das nicht. Da sind gerade die nächsten fremdartigen Schiffe gekommen. In einer anderen Fraktion war das, ne? Ist ja richtig krass hier. Jetzt müssen wir nur warten, bis unser zweites Schiff erstmal erscheint, sonst weiß wieder das nicht, wo wir sind, ne? Aber wir können mal schauen, dass wir schon mal Südost, ne, Ost-Ost-Süd. Da ist aber nicht ganz viel, nur dass über den Schlitz gesprungen werden kann. Und das ist hier die Gegend. Und da geht es jetzt richtig los wahrscheinlich gleich, ne? Die kloppen sich gleich mit denen da unten, oder? Da ist eine Fregatte. Und da ist ein Kreuzer. Und das Tor, was wir haben wollen, ist bestimmt das da hinten, ne? Ost, Südost, genau. Dann fliegen wir mal schon mal dahin. Ist gar nicht so weit weg. Dachte, wäre weiter. So, jetzt müssen wir nur warten, bis unser Schiff da irgendwie aus dem anderen Tor erscheint. Das war da hinten. Wenn das in diesem Sektor ist, dann können wir springen. Weil dann kann es uns folgen. Es dauert nur ewig, bis es da ist, weil es durch den Sektor da quer durch musste da vorher, ne? Und da wird schon richtig bunt da unten. Überall wird geschossen und getan und gemacht. Ja, wann bezahlen wir denn die Torgebühr? Weil dann ist unser Schiff da. Ja, da geht's zur Sache, die zwei Fraktionen gegeneinander, ne? Also, wir bauen gut mit unseren Bergbauern ab, da, unseren Robotern. Haben wir schon 13.000 da von dem grünen Zeug. Ja, kommt nicht, ne? Ah, jetzt ist es da. Jetzt können wir auch durch dieses Tor dann fliegen. Dann werden sie gleich nachkommen. In der Hoffnung unbeschadet.
Oh, das ist jetzt so ein Sektor, wo nichts los ist, wa? Ja. Nord-Nordost? Ne, wir wollen nicht Nord-Nordost, wir wollen was anderes. Das ist da hinten. So, da können wir dann schon hinfliegen. Wo sind wir eigentlich vom Dingensspirale? Fliegen wir weiter weg, okay. Wir sind schon an so ein paar Ecken gewesen, ne? Wir können mal hier noch da uns das angucken, vielleicht, wo es da weitergeht. Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Ja, ich guck mal gerade rein, vielleicht findet er dann doch weiter, aber ich glaub's nicht, ne? Weil er gleich, wenn er in diesem Sektor ist, weiß er nicht, wo er hin muss. Okay, die Besatzung wurde bezahlt. Und ja, wir können ja hier schon mal was schauen. Müssen da durch das Tor gerade einmal zurück, dann weiß der ja wohl, was ist. Was machen wir hier? Schwarzes Brett, 140 Prozessoren wollen wir haben. Aber wir können mal gerade hier in unserer. Ah, guck mal, hier kann man sogar Handel betreiben. Von einem Handelsposten zum anderen, oder? Nee, doch nicht. Also auch das. So, die Antigrav-Einheiten können wir für 21 kommen. Das wäre sogar lohnenswert. Die Station ist hier. Aber wir müssen jetzt warten, bis er durch das Tor da gesprungen ist, ne? Weil sonst kommt er hier nicht an. Ist die Frage, ob er da durchfindet und wann. Und wenn er durchgefunden hat, weiß er nicht, dass wir hier hinter diesem Tor sind, ne? Oder doch? Ne, ich meine nicht. Aber wohlgemerkt, es gab letztens ein kleines Update. Vielleicht haben sie auch was reingemacht, aber glaube ich nicht. Wir haben das ja heute schon gesehen. So, warten wir gerade. Das muss ja jeden Moment da durchfliegen, oder? Wer ist der Grüne da? Sein Kaufmann. Okay. Gucken wir den mal an. Gibt es hier etwas Interessantes? Wo ist dein Heimatsektor? Ich will nicht darüber reden. 79 minus 360, okay. Ist das nicht mehr hier, okay. Und da ist die Meldung, dass er den Weg nicht findet, weil er durch das andere Tor gesprungen ist. Einmal bitte durch. Jetzt weiß er, wo wir sind und fliegt auch hier rüber. Sehr schön, ne? Und wir fliegen wieder durch und wir können uns weitermachen. Jetzt müssen wir nochmal den Handelsposten gerade aussuchen. Das war der. Müssen wir dahin? Okay. Dann geht's los. Da können wir ja schon mal hinfliegen. So. Saft ist alle gewesen. Gucken, wo wir docken können.
ein bisschen angeditscht. Da ist er. Okay. Oh, geht schon. Alles klar. F. Güter handeln. Diese hier brauchen wir. Und da können wir maximal 50 kaufen. Und der hat 58. Also brauchen wir auch gar nicht weiter warten. Wir kaufen die 50. Für die 8 lohnt es nicht, jetzt zu warten, würde ich sagen, ne? Und jetzt müssen wir nochmal das Handelsmenü aufrufen. Gucken, wohin wir sollten damit. Nämlich dahin. So, und jetzt mal Gas machen. Vielleicht kommt dann auch irgendwann unser Schiff hier vorbei, während wir schon gehandelt haben, ne? So, Torgebühr bezahlt, das heißt, es ist auch schon hier. Leider ist unser Saft alle. Das heißt, wir fliegen etwas langsamer daran, bis es sich regeneriert hat. Und dann muss ich erst Pause machen und dann regeneriert es sich. Warte mal, machen wir mal gerade. Ja, da kommt er hoch. Regenerieren tut er jetzt ganz gut und schnell. Und ja, ich glaube, wir können jetzt schon wieder Gas machen, dass wir da vielleicht schon hinkommen. So. Oh, da ist gerade einer, der liefert. Einmal bitte 180 Grad drehen. So, dann sind wir da und Güter handeln, verkaufen. Ja, hat gut geklappt, ne? Der andere liefert gerade. Deswegen ist der Preis dann nicht mehr so hoch. 3000 weniger. Naja, aber wir haben trotzdem noch ein bisschen Plus gemacht. Nicht viel, aber etwas. Das ist echt schade. Doof gelaufen, ne? So. Was gibt's denn hier noch Handelbares? Ja, 22 zu 25. Das Reparaturdock möchte jetzt... Warte mal, ist das die Station hier? Ne, das ist die Station da hinten. Aber warte mal, die haben bestimmt nur noch die 8, oder? Ja, das bringt mir ja nichts. Das ist mir zu wenig. Ja, gut. Wissen wir das auch. Jetzt können wir gerade nochmal hier unser Bauteil ändern, weil ich glaube, das hatten wir hier noch nicht drinne. Hier gibt's aber nichts Besonderes. Was baut dann jetzt ab hier? Titanium, ne? Dann bauen wir da wieder das Handelssystem, obwohl wir auch, wir können erst so machen und dann, wenn wir in Sektor 9 kommen, dann wissen wir, wo was ist. Gut, okay, aber für die Folge soll es dann auch erst reichen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Wenn ihr ja, da Gefallen dran gefunden habt, dann bitte einen Daumen hoch. Und dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.